Ja, Tagesausflug hier nach Gibraltar. Das wird hier zum absoluten Supertrip. Bleibt dran, schaltet ein, wenn ihr hiervon mehr sehen wollt. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Blauer Himmel, der Wind hat Kraft. Bestes Segelwetter, aber wir gehen heute nicht segeln. Nein, wir wollen hoch, hoch auf den Berg, ab nach Gibraltar. Ich habe nochmal Wäsche gewaschen, die kann in der Zeit hier auf jeden Fall trocknen. Wir satteln die Pferde, fahren mit dem Rad, los geht's. Wir sind jetzt erfolgreich in Gibraltar eingereist. Naja, ein bisschen zu weit über die Linie gefahren, wurden noch mal kurz zurückgebeten, Ausweise gezeigt, alles in Ordnung. Rein geht's, das ist doch mal echt eine Besonderheit. Man fährt dann über das Rollfeld des Flughafens. Wäre natürlich jetzt auch interessant gewesen, wenn jetzt gerade eben Flugzeug kam. Na gut, so kommen wir durch. Letztendlich will man ja nur auf die andere Seite und gut ist. Ich habe gerade eben gesehen, hier, also an der Tanke tankt man Diesel für 1,14, Super Diesel, und Diesel für 1,31. Na, vielleicht fahren wir doch noch mal rüber zum Tanken. Und da kommt auf jeden Fall schon die erste Besonderheit, wie ich es empfinde. Eine rote Telefonzelle. Braucht heute kein Mensch mehr, aber es ist dann auch ein Wahrzeichen. Ja, typisch wie in Großbritannien. Doppeldeckerbusse. Ja, unsere Räder lassen wir jetzt erstmal stehen. Hier neben ein Bike, was vielleicht schon ewig steht. Wir befinden uns jetzt hier am Busbahnhof und wollen uns jetzt vorarbeiten Richtung Marktplatz. Das Gute ist auf jeden Fall, hier vorne gibt es direkt Toiletten, falls man mal muss, kann ich ja darauf hinweisen. Ja, der Mian hat hier schon eine gute Idee, da haben wir ihm aber gesagt, das machen wir später, wenn wir die Fahrräder wieder abholen. Und nicht jeder weiß es vielleicht, hier gibt es die einzigen freilaufenden Affen in ganz Europa, die hier rumtouren auf dem Felsen oben. Das ist schon mal super interessant. Ja, wir haben jetzt hier schon den ersten Schnapper gemacht und Euro bezahlt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Auf jeden Fall steht hier in Deutsch halt ein Euro rein, Karte automatisch hinaus geschoben. Und Mian hier auf einmal, wir gucken hier gerade. Und Mian so, Mama, und fummelt hier schon. Da guckt die hier schon eine Karte unten raus. Dann habe ich ihm geholfen. Jetzt haben wir eine Karte. Super, ne? Nicht schlecht. Ja, die beiden, die sind jetzt hier unten gerade fleißig am Gucken. Wir haben hier die große Karte. Lass uns zusammen mal einen Blick drauf werfen. Also wir kamen jetzt von hier oben, sind jetzt genau hier. You are here. Und hier gibt es auch eine Seilbahn. Ne? Ich habe sie jetzt gerade eben gesehen. Lasst mich mal gucken. Genau hier. Das liegt in privater Hand. Eine Schweizer Familie hat sich damals mal gedacht, hey, in der Schweiz gibt es sowas. Dann haben die das irgendwann integriert und führt uns dann hoch bis zum Berg. Aber wir haben einen anderen Plan vor und den wollen wir euch mal zeigen. Genau das wollen wir nämlich machen. Wir wollen ein Kombipaket haben. Und jetzt gilt es aufzupassen. Nicht das für 18 Euro nehmen, weil dann zahlt er nochmal die Eintritte dann für alles Einzelne. Wir haben ja hier den Bunker oben, ne? Oder das, was in den Felsen reingesetzt wurde. Wir wollen natürlich oben die Affen uns angucken. Wir wollen in die Tropfsteinhöhle und hinten den Blick rüber nach Afrika haben. Alles beisammen. Lass sich Gibraltar von denen zeigen, die es kennen. Und das lassen wir diesmal auch. Ja, wir sind jetzt die Einkaufspassage weiter hochgegangen und sind jetzt hier vorne gelandet, direkt am Parlamentsgebäude. Wir zahlen jetzt 19 Pfund plus 16 Pfund sind 35 Pfund, hier 40 Euro pro Kopf auf jeden Fall. Dann fahren wir die Tour hier hoch. Bei den Aussichtspunkten haben wir 10 Minuten, hier oben haben wir 20 Minuten in der Tropfsteinhöhle. Hier oben haben wir auch nochmal circa 20 Minuten. Er sagt, er lässt uns dann hier oben raus bei der Aussichtsform, fährt dann weiter, dass wir die Affen alle mitnehmen können und lässt uns dann hinten bei dem Bunker raus. Von dort aus müssen wir dann zu Fuß weitergehen. Das
das hat er mir dann auch erklärt, am Ende 20 Minuten hinter dem Berg runter, kann sich das hier oben alles schön angucken. Ja, der zweite Weltkriegstunnel ist wohl gesperrt leider, müssen wir mit leben und kommen dann unten wieder rein. Hier ist der allererste Stopp. Schaut es euch an. Ich kann euch sagen, wir waren dort oben am Nordkap und sind jetzt schon hier unten. Noch nicht am südlichsten Punkt von Spanien oder von Europa auf jeden Fall. Nein, aber wir können rausschauen. Wir sehen den See, Handelsweg. Einige Schiffe passieren ihn jeden Tag. Und drüben ist Afrika. Das gibt's ja gar nicht. Und gestern war das Wetter noch so diesig und ich dachte mir, oh nee, und wir wollten eigentlich gestern schon hier sein und haben alles richtig gemacht. Ein Blick, an den wir uns gerne erinnern werden. Der Taxifahrer, der uns unendlich Informationen liefert, hat uns natürlich jetzt hier schon mal die Armbänder besorgt. Wir haben sie jetzt beide. Der Mian ist umsonst. Wir wollen ja gleich noch ein paar Attraktionen mitnehmen. Und ich kriege den Blick einfach nicht weg hier. Traumhaft schön. Da haben wir die ersten Kumpel. Hä? Klar, hier drin ist die Cafeteria. Da hängen sie jetzt. Und da vorne ist noch einer. Der soll da jetzt aber runtergehen. Das ist natürlich hier nicht so gewollt. Aber der hat natürlich Kekse, hat er sich gleich gesaved. Der ist ja gut drauf. Hä? Junge, du hast aber den Mund ganz schön voll. Verlier mal nicht alles. Ich nehme dir nichts weg. Mach langsam, langsam, langsam. Hä? Oh, die sind uns so gleich, die Äffchen, ne? Wir wollen natürlich jetzt in die Höhle rein, in die riesige Höhle. Und da geht es jetzt einmal so einen Rundgang zu gehen. Da vorne ist der Eingang. Genau, hier vorne wird nochmal das gelbe Banderole um die Hand gemacht. Wir haben sie rum. Freier Eintritt ab jetzt. Über die Preise habe ich euch ja informiert. Der Mian, der mogelt sich natürlich jetzt unten drunter her. Ja, und hier seht ihr auch mal, dass es Sinn macht dann zusammen. Hier steht es oben, 16 Pfund, 10 fürs Kind. Ja, da haben wir jetzt schon den Preis draußen. Und jetzt geht es hier rein in die Katakomben. Es wird gerade schon ein bisschen kalt. Wow, das ist ja echt mal beeindruckend. Das ist nochmal eine andere Nummer. Abgesehen vom Farbspiel, aber wirklich, wie das hier so runter getropft ist und fest ist, das ist schon phänomenal. Ne? Und das ist von Natur aus so und nicht von Menschenhand geschaffen. Ne? Ja, Wahnsinn. Es wirkt auch ein bisschen feucht, finde ich jetzt. Ja, Mops sagt, diese Felsformation, oder wie man es auch immer nennen soll, könnte wie ein Engel aussehen. Da hat sie echt recht. Und vielleicht kommt daher auch der Name hier, The Angel of St. Michael's Cave. Wahnsinn. Jetzt ist ein echt ein bisschen mulmig. Ich finde diesen Besuch hier, der ist es auf jeden Fall jetzt schon wert, weil ja, wo findest du sowas in der freien Natur? Wie gesagt, nicht von Menschenhand geschaffen und ja, ich bin wirklich sprachlos. Anders kann ich das nicht sagen und guckt es euch selber an. Riesig. Da vorne ist eine richtige Tribüne aufgebaut. Wahnsinn, diese Lichter. Wer weiß, was hier schon für Shows liefen. Einmal unser Intro hier spielen und ihr sitzt alle da unten. Das wäre doch ein Traum. Wow. Ja, wir haben nur 20 Minuten Zeit insgesamt, aber hey, wer kriegt uns jetzt hier von der Tribüne weg? Niemand. Das Spiel war gerade einfach unglaublich. Das Ganze wiederholt sich immer wieder. Und das nehmen wir auf jeden Fall noch mal mit. Da lauft mich doch einer, ein Affe auf jeden Fall. Aber der Taxifahrer sagte gerade schon, echt vorsichtig zu genießen, die Jungs hier unten. Die sind halt auf Futtersuche, ne? Der hält ja richtig seinen Kopf da rein. Ich würde ihn trotzdem gern mal anfassen. Ja, hier oben ist jetzt eine Aussichtsplattform. Der Taxifahrer hat uns jetzt rausgeschmissen. Hier gibt es einen unglaublichen Blick. Also das Ganze entwickelt sich zum unglaublichen Trip. Und wir laufen dann da vorne weiter. Ihr seht es selber, die Taxifahrer können dann nur Step by Step weiter.
Deswegen gehen wir hier erstmal hoch. Auch hierfür braucht man jetzt dieses Ticket. Dort unten stand jemand für den Skywalk und hat das abkodiert. Und hier oben kriegt man dann halt ja, die Belohnung für die große Tour von uns. Da oben sehe ich schon Affen wieder. Ja, das ist schon was. Leute, das müsst ihr mitnehmen. Falls ihr mal unten seid, fahrt durch da hinten auf den Stellplatz und dann einfach durch. Wahnsinn. Ja, Mops ist schon gerade da vorne bei dem Affen. Ne? Der Taxifahrer hat nochmal gesagt, unbedingt nicht anfassen. Auf jeden Fall nicht anfassen. Aber für Instagram macht Mops hier die Bilder. Ja, und wann kann man mal so einen Kumpel so nah sein? So eine schöne Kulisse. Das ist schon Wahnsinn. Jetzt weiß ich auch, warum der Kollege so still gesessen hat. Wir wollten gerade ein Foto machen. Hat er schön einen hier oben drauf gelegt, die Sau. Ja, und unter mir ist gar nichts mehr. Das wird einem dann schon ein bisschen schlecht, aber schau mal da unten, diese geile Bucht. Ah, jetzt sind wir hier weitergekommen. Unser Taxifahrer ist so nett. Der will jetzt dem Mian zeigen, dass er ihm eine Erdnuss geben kann. Mops macht es. Ja, super. Ja, man muss aufpassen bei den Affen, aber das ist natürlich hier ein absolutes Supererlebnis, hier bei diesen Tieren zu sein. Jetzt traut sich Mian auch. Jetzt hat er sich getraut. Super. Da freut er sich. Der Taxifahrer ist sehr, sehr nett hier zu Mian. Das ist auf jeden Fall super. Guter Mann. Nochmal eine Nuss. Ja, super. Jetzt geht's in den Verteidigungswall rein. Das ist nämlich auch mit inbegriffen. Das ist dann eigentlich das allerletzte jetzt. Der Taxifahrer haben wir uns dankend von verabschiedet. Und das müsst ihr euch mal reinziehen. Hier sind jetzt überall so Kanonen. Mops ist natürlich jetzt nicht ganz so hell ausbegeistert, aber man kann es mitnehmen, wenn es hier ist. Eine Gruppe kam gerade eben hier raus und sagte, boah, ist das kalt hier. Ja, im Sommer, wenn dann natürlich richtig schön warm ist, ist natürlich eine schöne Abwechslung einfach. Also hier muss man auch ab und zu mal den Kopf einziehen. Natürlich muss hier noch eine Straße gebaut werden. Also, boah, das Ganze zieht sich jetzt wahrscheinlich hier, ich weiß nicht wie weit, den ganzen Berg runter. Überlegt mal, hier kamen wir jetzt rein, hier sind wir erst. Wow, jetzt hat Mops sich auch noch erschrocken. Wieso, weiß ich jetzt nicht. Irgendjemand hat gerufen. Was ist los, Mops? Geh. So. Ich kann es mir schon vorstellen. Ja, ja. Wow, wir sind jetzt echt einige Meter hier runtergegangen. Es geht immer tiefer runter. Und hier haben sie wahrscheinlich so einen Felsvorsprung, wo es dann echt zur Verteidigung in allen Lagen dann geht. Raus zum Meer, in den Osten, da vorne und hier. Ich habe mir gerade schon vorgestellt, halt früher gerne solche Filme geguckt. Ne? Wie willst du denn sowas dann, wenn du hier mit einem Schiff anlegst und so weiter? Das kannst du ja gar nicht dann, kannst dich ja gar nicht wehren. Also von hier oben sieht man auf jeden Fall den Flughafen. Wow, man denkt, man ist eigentlich schon weit gekommen und jetzt geht noch mal hier so ein riesen Gang lang. Hier ist dann tatsächlich Ende. Also für uns auf jeden Fall. Wer weiß, wie es dann natürlich noch weitergeht. Ne? Da oben und so weiter. Und hier vorne sehen wir auch ein paar Steinchen. Ja, wir laufen jetzt hier noch runter in der Hoffnung, dass wir noch so ein paar Affen sehen. Ja, hier ist der Zweite Weltkriegstunnel. Hat leider geschlossen. Ja, den hätte ich natürlich jetzt wirklich gern mitgenommen. Aber man kann halt nichts machen. Ne? Ist halt so. Vielleicht habt ihr dann einfach Glück, wenn ihr da seid. Ja, auf jeden Fall nehmen wir noch mal hier das wunderbare Panorama mit. Diese wunderbaren Einblicke hier. Ja, eins darf man natürlich nicht vergessen, also die Raucher, ne? Die kommen natürlich noch hier richtig gut weg. Allgemein natürlich kommt man hier gut weg. Man kann
wenn man will, hier auf jeden Fall sparen. Ja, zum Abschluss wollen wir hier noch eine Prägemünze haben. Essen gehen tun wir jetzt nicht, haben wir beschlossen. Wir haben genug Geld ausgegeben. Der Hunger ist auch nicht groß. Wir hatten auch Schnitten mit und Kleinigkeiten mit. Wir haben beschlossen, gemeinsam gerade, dass wir im Wohnmobil lecker Abendbrot essen. Und der Mian, der freut sich jetzt, dass er hier drehen kann. Der kennt das ja schon. Wir haben uns für das Äffchen da entschieden als Prägung. Jetzt muss der Mian kräftig drehen. Ja, der Papa ist ja da, der kann ja auch mal mitdrehen. Nein. Ja, dann dreh ich, Schatzi. Da darf der Papa natürlich nicht dran. In die Kamera, Mian. Wow, ein tolles Erinnerungsstück haben wir da jetzt, ne? Toll. Für uns geht's jetzt mit dem Fahrrad Richtung Wohnmobil. Wir hatten auf jeden Fall einen schönen Tag. Also wir können euch echt nur empfehlen, wenn ihr hier seid, schaut es euch hier an. Nimmt die Tropfsteinhöhle mit, also ich fand die wirklich phänomenal. Und mit diesem Engel, mit dieser Show, mit dieser Lichtshow und diese Affen, das ist einfach faszinierend. Das war ein tolles Erlebnis, Mian ist auch hin und weg. Also der Tag hat sich sowas von gelohnt. Ja, also und die 80 Euro haben sich echt gelohnt. Genau, dann, ja. Genau. Alles klar, bis dann, tschüss. Tschüss.